Hallo Till! Schön, dass du wieder da bist. Virtuell Hallo. Auf meinem Bildschirm. Wir nehmen eine weitere Folge von Words and How to Use Them. What? Auf. What? What? Ja, wir reden darüber, wie man Weltenbau betreiben kann und was einem dabei helfen kann an Recherche, an Ideen und dergleichen. Und wir reden heute über Migration. Menschen und oder andere intelligente Spezies, wir wollen ja niemanden hier ausschließen, die sich bewegen und an neuen Orten eine Heimat finden. Warum das passiert, wie das passiert und wie es dazu beitragen kann, eine Welt zu bauen, die sich lebendig anfühlt. Ich finde, das ist immer das wichtigste Ziel beim Weltenbau. Es soll sich lebendig und realistisch anfühlen, so als könnte es einfach echt sein, irgendwie. Ja, absolut. Hast du dich, wenn du eine Welt baust, wir haben ja festgestellt, dass wir teilweise sehr unterschiedliche Ansätze haben. Ich erst die erzählerische, die fluffige Mairi und der crunchige Till. wie schlägt sich das bei dir nieder, wenn du überlegst, wenn du zum Beispiel eine Region anlegst oder dergleichen und dann dich an Karten und dergleichen setzt? Ist dann auch die Überlegung dabei, wer wohnt da eigentlich? Grundsätzlich ja, aber grundsätzlich viel zu flach bisher. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach ein Lernprozess, den wir alle durchlaufen, wenn wir beginnende Weltenerschaffer sind, dass man sehr schnell in den Fallstrick hineinläuft und sagt, oh, das ist meine Region Varisien, da leben nur Varisier. Und die sehen alle gleich aus und die sind so. Und dann kommt man drauf, dass man sagt, ja, aber ich will auch Gnome dort drin haben oder Zwerge oder Elfen. Die sind da jetzt drin. Ende. Die sind einfach drin, weil ist halt jetzt so. Plopp. Plopp, genau. Aber sich gar keine Gedanken darüber macht, dass es fast nie vorkommt, dass es nur eine Ethnologie in einem Gebiet gibt. Und dann selten sich auch darüber Gedanken macht, wo die hergekommen sind. Warum? Was ist die Ursache? Und wir haben ja in unserer letzten Folge, wo ich bei dir zu Gast sein durfte, darüber gesprochen, dass wir eben, wie man Handelsrouten plant. Und Handelsrouten sind eine der wichtigsten Austauschformen gewesen, über die Kulturen, Gesellschaften, Ideologien von A nach B gelangt sind. Das ist mit dem Handel mitgekommen. Und das zu berücksichtigen beim Kartenzeichnen ist nicht schwer in Wirklichkeit, ist ein ganz einfacher Kniff, aber bereichert die Welt ungemein, weil plötzlich da eine Kultur, eine Mischkulanz aus Kulturen entsteht, was Spieler, Leser unglaublich begeistert. Ja, es fühlt sich dann einfach realistisch an, denn gerade wir als Europäer, Wir sind das Ergebnis von so viel Wanderbewegungen und so vielen Leuten, die hergekommen sind, sich vermischt haben, wieder in andere Richtungen sich bewegt haben. Das ist, ich meine, es fängt an damit, dass wir eine altsteinzeitlich-mittelsteinzeitliche Bevölkerung haben, in die dann neolithische Leute reinkommen und die teilweise vertreiben sich, teilweise mit denen vermischen und dann kommen Indo-Europäer rein und bringen ihre Sprache und ihre Kultur mit und dann gibt es irgendwann, also ich glaube, das berühmteste ist natürlich die Völkerwanderungszeit, wo einfach alle Leute, die in Gegenden waren, die zu kalt und nass wurden, gesagt haben, wir gehen woanders hin, wo man besser Getreide anbauen kann und das dazu geführt hat, dass sich ganz Europa mehr oder weniger in Bewegung setzen musste. Eins meiner Lieblingsbeispiele sind die Vandalen, die haben nicht aufgehört zu wandern, bis sie in Nordafrika im ehemaligen Karthago angekommen sind. Sie sagten, ja, das ist nett hier. Wir mögen das Wetter. Das waren Vandalen auf Sandalen. Ja, oh, Wandervandalen. Ja, Wandervandalen. Sie sind sehr weit gekommen. Ja. Ja, und natürlich Eroberung ist auch immer ein großes Thema. Ich meine, die Römer sind nicht wegzudenken aus Europa. Und ein Großteil der Kultur baut darauf auf, was das römische Imperium uns hinterlassen hat. Und allein, wir hätten keinen Wein in Deutschland und keine Kirschen in anderen Teilen Europas. Die sind von denen aus Vorderasien importiert worden. Und allein deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass es diesen Teil der Geschichte gab, denn ich liebe Kirschen. Ich finde es immer spannend, sich zu überlegen, wo kommen auch Nahrungsmittel her, weil die sind teilweise auch ewig weit gereist. Ich meine, eigentlich fast alles, was wir hier essen, kommt nicht ursprünglich hierher. Es hätte in die letzte Folge noch reingepasst, aber die Seidenstraße ist ja nicht nur für Seidehandel gewesen, sondern auch für Gewürze. Das ist Nahrung war ein Riesenthema, ist immer noch ein Riesenthema. Ich meine, Gewürze, heute noch so. Metalle, Schmuck, Porzellan, es ist sehr, sehr viel. Und Tiere.
sehr viel transportiert worden entlang der Seidenstraße. Und nicht umsonst versucht die Volksrepublik China heute, sie ja auch wieder aufleben zu lassen mit dieser One Belt, One Road Initiative, weil es eine gute Route ist, die nie gestorben ist im Endeffekt, beziehungsweise nur zwischenzeitlich politisch aufgehalten wurde. Und heftig umkämpft war, seit jeher. Ja, deswegen lass uns heftig umkämpft und Eroberungen sind gute Beispiele dafür. Lass uns ein bisschen darüber reden, was man benutzen kann an Gründen dafür, warum Leute irgendwo hingekommen sind. Also, dass man seine Gnome und seine Elfen oder seine Leute nicht aus dem Nichts irgendwo auf eine Karte fallen lässt, sondern warum bewegt sich jemand irgendwo hin? Naheliegend, wie du sagtest, Eroberung ist Krieg? Krieg ist naheliegend. Das kann sein, weil die Eroberer dort geblieben sind. Das kann sein, weil Flüchtlinge sich bewegen mussten, um dem Kriegsgebiet zu entkommen. Das heißt, man hat im Prinzip sozusagen rund um das Kriegsgebiet hat man ganz verschiedene Formen von Migrationen, die interessant sein können. Das eine ist, im Kriegsgebiet selbst hat man möglicherweise irgendeine Form von Okkupator, der dort sitzen bleibt, der gewonnen hat oder vertrieben worden ist. Und in den Umländern hat man immer auch einen gewissen kulturellen Einfluss aufgrund der Flüchtlinge, der Leute, die gesagt haben, nee, auf die Mütze will ich nicht kriegen, ich hau hier ab. Und das alleine ist ein guter Faktor, um sich zu überlegen, wie ein Gebiet und ein Event in diesem Gebiet Einfluss nimmt auf das Umland, auf die anliegenden Gebiete. Handel, Entschuldige. Achso, ich wollte nur sagen, mein Nachname Stritter kommt von schwedischen Söldnern, die nach dem 30-jährigen Krieg einfach dort geblieben sind, wo sie zuletzt im Einsatz waren. Deswegen, also das ist das Beispiel für, und dann in dem Fall Profisoldaten, die angeheuert waren, die dann einfach nicht mehr in die Heimat zurückgegangen sind. Sowas passiert dann einfach. Es verändert einfach die Struktur einer Bevölkerung gänzlich, auch, so bitter das ist, teilweise in dem Teil der Bevölkerung verschwinden und dann andere dort eine Lücke füllen quasi. Also es gibt dieses eine Thema ermöglicht so viele Optionen, wie man seine Bevölkerungsgruppen verschieben, vermischen und mit einem Impetus, einfach mit einem Antrieb versehen kann, woanders hinzugehen. Ja, ich glaube, die sozusagen, um einfach eine Daumenregel für beginnende Weltenzeichner zu geben, ist, wenn ich ein Kriegsgebiet schaffe oder wenn ich eine gewisse Bevölkerungsgruppe schnell in einen Bereich meiner Karte hineinbringen will, dann gab es dort vorher einen Konflikt mit dieser Bevölkerungsgruppe und damit habe ich einen glaubhaften Grund, warum hier immer noch diese Bevölkerungsgruppe da ist und kann ein Häkchen drunter machen. Ja. Wenn ich Handel mit einbeziehe, das ist natürlich auch ein beliebter Migrationsgrund, ist entlang der Handelsrouten, sind oft Familien mitgekommen, Händler sind ansässig geworden in den Gebieten, die sie behandelt haben. Dann kann man das eben auch mit reinnehmen. Das ist nur meines Erachtens schon ein bisschen filigraner und diffiziler, sich da Gedanken darüber zu machen, weil da muss man ein bisschen Gedanken über die Ressourcen haben, die gehandelt werden, die Handelswege, möglicherweise eben eine geopolitische Situation, wo Zölle mit hineinspielen etc. pp. Also da sollte man schon ein größeres Bild von seiner Welt haben. Und was fällt mir noch ein? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Natürlich Naturkatastrophen, ja. Das hast du schon angesprochen. Und ja, Klima- und Naturkatastrophen. Ich meine, die Völkerwanderungszeit mit ein Auslöser neben Krieg und Konflikt mit Kräften, die halt aus Zentralasien durch das, was heute Russland ist, bis hierher gekommen sind und aus Europa, war auch durchaus ein Klimapessimum, das eingetreten ist und die Leute in Bewegung gesetzt hat. Also da haben mehrere Kräfte zusammengewirkt. Wenn es zum Beispiel zu vulkanischen Events kommt, große Ereignissen, dass dann ganze Gegenden erstmal eine Weile nicht besiedelt sein können, Leute von dort fliehen. Solche Sachen, dass wenn ein Landstück unter Wasser steht auf einmal, was vorher nicht war, was ja auch durchaus in Norddeutschland passiert ist, dann bewegen sich Leute natürlich von der Küste weg ins Landesinnere. Das heißt, die Natur hat auch einen immensen Einfluss darauf, wo Leute sich hinbewegen. Und, das ist mir jetzt wieder eingefallen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ist auch für erzählerisch wieder sehr interessant, Goldrausch. Also jetzt, das kann nicht nur Gold sein, das ist jede Form von neuer Ressource, magische Steine, Kristalle, Energiequellen, was auch immer eure Welt hat. Du kannst Gift drauf nehmen, dass wenn irgendwo eine große Quelle davon gefunden wurde, nicht eine Nation dort versucht hat, schnell hinzukommen, sondern alle Nationen. Und dieses Wettrennen hat dafür gesorgt,
dass dort eben Siedlungen gebaut wurden, wo jeder versucht hat, seinen Anteil zu haben und möglicherweise die sich auch zusammengetan haben um diese Siedlung, einfach aufgrund von Schutz vor außen, aber dann natürlich oft in ihren eigenen Districts oder Bezirken sich angesiedelt. Ja, das setzt natürlich voraus, dass die Welt schon so weit vernetzt ist, dass die Neuigkeit da ist, da wurde was gefunden an wertvollem Rohstoff, sich weit genug verbreiten kann und die Leute dann hinkommen. Aber ja, ich mag auch das Phänomen. Deutsche zum Beispiel sind auch immer beteiligt gewesen an solchen Goldrauschsachen. Ob das in Kanada, im Norden der USA, die heutige Region war, oder in Australien oder dergleichen. Ich glaube, in Neuseeland gab es das auch. Da sind wir gerade aktuell ja durchgereist und haben da auch dann diese kleinen Goldschürferstädtchen gesehen. Die Deutschen waren selten wirklich die Goldschürfer. Das waren diejenigen, die dann angeboten haben, ich kann Wagen bauen und ich transportiere den Kram oder ich mache hier eine Bäckerei auf. Das ist Mining the Miners, nannte man das. Mhm. Dass man dann den Leuten, die tatsächlich das Gold aus dem Boden holt, dann das Gold wieder aus der Tasche zieht, indem man Dienstleistungen und Waren anbietet und dergleichen. Also es hat dann immer gleich so ein plötzliches Vakuum gegeben, in das ganz viele Leute reingesaugt wurden, die nur indirekt damit zu tun hatten. Ich finde das sehr spannend, die Mischsiedlung, die da entsteht. Aber das ist ja auch das Interessante, im Grunde genommen, das ist das Interessante an jeder Handelsroute, ist, um jetzt ich liebe sie einfach, bei dem Beispiel der Zwerge zu bleiben, wenn wir davon ausgehen, dass Zwerge großartige Schmiede oder großartige Konstrukteure sind, dann ist eine Handelsroute oder eine Goldmine nicht zwangsläufig etwas, wo alle Zwerge unter der Erde buddeln und graben, sondern dort ist Nachfrage nach Werkzeug, dort ist Nachfrage nach irgendwelchen Machinationen, mit denen man den Alltag erleichtern kann. Das heißt, zwergische Händler sind dort. Die sind einfach dort. Die sehen eine Gelegenheit, ein Geschäftsmodell aufzuziehen, vielleicht von zu Hause wegzugehen, weil dort gibt es schon viel bessere Zwerge, die schon etabliert sind. Das heißt, diese Expansion, die Chance, ein neues Leben aufzubauen. Im Prinzip kann man sagen, der amerikanische Traum, das, was man in Amerika oder das, was wir aus dem Fernsehen immer von Amerika eingehämmert bekommen, das ist genau das, was Leute dazu bewegt, aufzubrechen, wegzugehen, sich anderswo niederzulassen. Und da sind wir auch beim Thema, das ich ansprechen wollte, dem Austausch von spezialisierten Bevölkerungsgrüppchen. Wenn wir jetzt bei den Zwergen bleiben, die Zwergenhandwerker, die gezielt dann von Orten angezogen werden, indem man denen zum Beispiel ein gutes Angebot macht. Zwerge mit der Befähigung, die herkommen, können günstiger Land kaufen zum Beispiel oder werden anders besteuert oder haben überhaupt das Recht, hier in die Stadt zu kommen, wo es sich gut lebt und dergleichen. Es gibt sehr viele Beispiele davon, dass gezielt Herrscher vor allen Dingen oder reiche Städte versucht haben, spezialisierte Handwerker oder ähnliche Gruppierungen heranzuholen, die dann auch teilweise ihre Kultur und ihre Sprache und dergleichen mitgebracht haben. Zwergische Handwerker in der Fantasy und in der Realität sind das dann zum Beispiel, es gibt ja auch immer sozusagen Handwerksgeheimnisse, dass Leute dann in Städte versucht haben, zum Beispiel die Leute anzulocken, die eine spezielle Spitze herstellen konnten. Aber einmal jetzt meine Lieblingsbeispiele, ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, wir kommen nochmal auf die Wikinger. Grob zumindest ist die Varägergarde, dass in Konstantinopel die oströmischen Kaiser gezielt Normannen und ähnliche Bevölkerungsgruppen als eine Elite-Kampftruppe angeheuert haben, die den Kaiserpalast, die kaiserliche Familie bewacht hat und für sie halt eben dort agiert haben. Das ist eine immense Strecke, ja. Das ist einmal durch ganz Europa. Und es war bekannt, ganz klar, auch bei den jungen Männern, die waffenfähig waren und was drauf hatten und Langeweile hatten zu Hause, dass wenn sie nach Konstantinopel gehen, haben sie einen sicheren Job, weil sie meistens dann noch irgendjemanden irgendwie um zwei Ecken kannten, der sie dort reingebracht hatte. Und wo sie dann gut bezahlt wurden, toll lebten, besseres Wetter als zu Hause. Und dass halt eben dieser Sog dann da war, dafür für eine ganze Gruppe einer anderen Bevölkerung dorthin zu kommen. Das finde ich sehr spannend, wie sowas entsteht. Handwerk ist ein super Beispiel. Ich meine, wir gehen heute davon aus, weil wir es so gewohnt sind, dass man, wenn man einen Installateur braucht, dann geht man zum Installateur und der hat sein Büro hier und da brauche ich nur anrufen. Und den nächsten Termin in 2 Monaten, dienstags morgens um 10 Uhr. Also machen wir uns nicht vor, dass es so viel einfacher wäre. Aber es ist wahrscheinlich deutlich einfacher als früher, denn der wäre früher sicherlich ein Wanderhandwerker. Die hatten ja keine feste Basis. Ich meine, Steinmetze, Schuster, das sind alles Leute gewesen, Tischler, das sind alles Leute gewesen, die eigentlich auf Wanderschaft gewesen sind. Die sind von Dorf zu Dorf gezogen, haben ihre Dienste angeboten und sind dann weitergezogen. Und irgendwann haben sie sich niedergelassen. Das heißt, das ist
kultureller Austausch ist etwas absolut Menschliches. Das ist in unsere Gesellschaft so hineingebacken. Und um eine realistische Geschichte zu schaffen, muss man meines Erachtens das auch berücksichtigen in seiner Welt und diesen kulturellen Austausch auch dort hineinpacken. Ein großartiges Beispiel ist, ich neige dazu, wenn ich Dungeons zeichne, die völlig stereotypisch zu machen. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Zwergenmine, ich komme heute von den Zwergen nicht mehr weg. Das ist vollkommen in Ordnung, Zwerge sind cool. Wenn ich eine Zwergenmine mache oder gezeichnet habe oder einen Zwergenhort, dann bin ich dazu versucht gewesen, einfach in meinem Propset das Zwergen-Propset aufzumachen und das zu dekorieren mit Zwergenzeug. Das ist bis zu einem gewissen Grad richtig, aber natürlich auch falsch, denn was die Zwerge sicherlich am ehesten gehortet haben, sind nicht ihre eigenen Schätze, sondern das sind auch die ganzen Schätze, die sie durch Handel, Tausch, Eroberung gehortet haben. Es ist also fast glaubhafter, dass irgendeine ägyptische oder ich sag jetzt mal styxische Statue in einer Zwergenmine steht, als dass da nur Zwergenstatuen drinstehen. Die haben sie eh zuhauf. Das heißt, ein einfacher Anwendungstipp ist, wenn ich meine Karten zeichne, abgesehen davon, dass ich etwas Interessantes für meine Spieler schaffe, ich mache es glaubhafter, wenn ich willkürlich, völlig egal, willkürlich Zeug nehme und da reinpacke. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich eine großartige Geschichte dahinter, warum dort diese Jade-Statue aus dem fernen Osten drinsteht. Ja, also das ist natürlich immer ein interessanter Erzählungsaufhänger, weil es Aufmerksamkeit zieht. Wenn Zwergisch sieht ägyptisch aus, hä? dann auf einmal Aufmerksamkeit. Und von generell vom erzählerischen Aspekt heraus würde ich auch immer sagen, dass wenn man eine Region anlegt, man sich überlegt, wie viele verschiedene Aspekte sind dort hineingeflossen. Was bedeutet das als Hintergrund für eine Figur? Gehört sie zum Beispiel zu einer Bevölkerungsgruppe, deren bestimmter Ruf positiv, negativ, meistens nervig oder dergleichen anhaftet, weil das nun mal dann auch so ist, dass wenn es Mischungen gibt, dann meistens so etwas entsteht, weil Menschen gerne in Kategorien denken. Es ist leider ein Effekt unseres evolutionär entstandenen Gehirns. Das ist nicht immer perfekt angepasst. Es ist ja nur so angepasst, dass wir funktionieren. Und was das dann bedeutet, also ich finde das dann durchaus spannend. Zum Beispiel kann dann häufig auch eine Religion irgendwie dann mit einhergehen. Hallo Hund? Sorry. Ja, mein Hund hat ist empört darüber. Er mag Religion nicht. Er mag Religion nicht. Na, vielleicht werden wir gerade, migriert gerade jemand in mein Büro hinein. Und er muss meinst du, jetzt kommen Mormonen und sagen, wir sind aus Utah hergezogen und würden gerne mit ihnen über Gott reden. Varega-Truppen, die hier einfallen. Die Varega-Garde kommt vorbei. Apropos, du sitzt in Wien. Ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel, nicht nur für Routen und Wanderungsbewegungen. Ich meine, allein mit der KOK-Hintergrund, ihr wart ein Vielvölkerstaat, bevor ihr euch wieder klein geschrumpft habt. Ja. Quasi. Also das heißt, Wien ist sowieso eine Mischung von so vielen verschiedenen Absolut. Hintergründen. Und natürlich, eure Herrscher waren die Besten darin, einen Elite-Austausch zu machen, indem sie alles geheiratet und verheiratet haben, was nicht nied- und nagelfest war in Europa und darüber hinaus. Das ist nämlich auch ein interessanter Aspekt, von was wird dann eine Region beherrscht und inwiefern hat das dann einen Einfluss, weil es häufig vorkommt, erstaunlich häufig, dass die Herrscherschicht oder zumindest ein Herrschergeschlecht nicht derselben Ethnie entstammt oder denselben Hintergrund hat, wie die Leute, die sie beherrschen. Von den britischen Royals, die zu einem sehr großen Anteil deutsch sind. Ja. Darüber, dass das chinesische Kaiserreich mehrfach fremdregiert wurde, wobei es da den Effekt gibt, dass meistens dann die Fremdregierenden, ob das jetzt Mongolen sind oder Mandschuren, innerhalb von zwei Generationen chinesischer als die Chinesen sind. Aber bis heute in der verbotenen Stadt Schilder hängen mit Mandschurisch drauf, eine Sprache, die quasi niemand mehr spricht, aber die hat sich dort als dieses Zeichen der letzten Dynastie gehalten. Genau. Und solche Sachen. Also das kann dann auch einen Einfluss darauf haben, wenn wir jetzt wieder ganz praktisch sind beim Kartenzeichnen und dergleichen, dass halt eben andere Gebäudestile oder andere Strukturen in einer Stadt auftauchen, wenn so etwas passiert. Wenn entweder von oben oder durch eine Massenbewegung andere Einflüsse reinkommen. Und dann hat man auf einmal eine neue Struktur. Dann wird von einem wuscheligen, haben sich Leute einfach niedergelassen, Kern aus auf einmal eine ordentliche elfische Siedlung oder eine ordentliche pseudorömische Siedlung, die in eine Richtung weiter erweitert wird. Oder dann kommt hier eine Festung hin, weil sich die Kriegsführung geändert hat. Und dann muss hier nochmal drangehängt werden, weil jetzt kommt das Zwergische Viertel rein und solche Sachen. Ja. Also gerade wenn es um Stadtkarten geht,
Entschuldigung, ist das super interessant. Erstens, wie du richtig sagst, weil Gebäudestile unterschiedlich sind. Und zweitens, weil das, finde ich, auch ein sehr spannender Aspekt, gerade wieder im Fantasy-Bereich ist, dass man ja gerne von versunkenen Zivilisationen ausgeht und versunkenen Städten, die wieder bevölkert wurden. Ich meine, wir kennen das in Europa, wenn man unter unseren Füßen gräbt, findet man, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Stile von Siedlungen, die vorher da waren. Und genauso war es damals. Wie gesagt, ich glaube, in der letzten Folge habe ich gesagt, Menschen sind faul. Man besiedelt gerne etwas, was schon vorher da war, und baut einfach oben drauf. Ende Gelände. Man verwendet die Baumaterialien, die vorhanden sind. Man zieht in das Haus ein, das schon da steht. Das heißt, es ist absolut und völlig normal, dass wenn man jetzt vielleicht gerade in einer kleineren, also noch nicht monarchischen Großstadt, sondern in einer kleineren Siedlung, dass die möglicherweise auf den Ruinen von einer völlig anderen Kultur aufgebaut ist. Ja, und Stück für Stück darüber hinaus wächst. Ich finde, das ist auch immer eine sehr schöne Begründung für Dungeons und dergleichen, weil sehr viele Städte in ihrem Untergrund ja die Reste von anderen Städten haben. Und je nachdem, wie darüber gebaut wurde, kann es sein, dass da sind dann noch Keller, die miteinander verbunden sind. Und da sind verlorene ehemalige Bewässerungsanlagen oder Aquädukte und dergleichen. Also man kann da Schichten übereinander legen, auch aus verschiedenen Kulturen, verschiedenen Wanderbewegungen. Für die schönsten Oh-Shit-Momente gesorgt in meinen Spielen, wenn eine kleine Katakombe erkundet wird und eine der Wandsteine lose ist und die blicken dahinter und sehen in einen ganz anderen Kartenstil hinein und denken sich, was ist da? Was kommt da jetzt? Und dann öffnet sich da so ein richtiger Dungeon mit, was weiß ich, einem Ziggurat, das da drin ist. Und das passt so gar nicht in die Geschichte hinein. Und das ist völlig in Ordnung, weil es für Spannung sorgt, für Ablenkung sorgt und neugierig macht. Und Angst im Idealfall. Ich ziehe es vor, dass meine Spieler in ständiger Angst leben. Auch nicht schlecht. Genau. Oh, ich wollte nur ein interessantes Phänomen einsprechen, nämlich ansprechen, wo du sagtest, nämlich man wohnt in dem Haus, das schon da ist, man ist ja faul. Es gibt dann aber auch interessante Phänomene, die Fragen aufwerfen, zum Beispiel nach dem Zusammenbröckeln des Weströmischen Reiches, die germanischen Leute, die dann in die Regionen quasi eingesiedelt sind, haben häufig nicht in den Ruinen gewohnt. Und wir wissen nicht, warum. Und das ist extrem spannend. Die haben dann ihre Siedlung daneben errichtet und in einem ganz anderen Stil. Und dann ist die Frage, wollten sie das nicht? Konnten sie nicht? Hat irgendwas in der Art und Weise, wie sie gelebt haben, weil es da teilweise diese Langhaussituation gibt, wo die Tiere mit im Haus sind und dergleichen, hat es dann da nicht funktioniert? Gab es religiöse Gründe oder anderes? Weil dann da kommen auch so Sachen rein. Und ein Beispiel aus der Ethnologie, dass ein Aufbauhilfe und dergleichen Leuten, die in Südostasien teilweise aus ihrer Region durch eine Naturkatastrophe vertrieben wurden, Häuser hingebaut haben und die sind nicht eingezogen, weil sie der Überzeugung waren, die machen sie krank, weil sie auf eine Art und Weise gebaut waren, die bei ihnen halt als ungünstig gilt. Ja. Das, finde ich, kann man auch immer einfließen lassen, dass manche Leute eben nicht an einem bestimmten Ort wohnen wollen, aus gar nicht mal, ich sage nackt logischen Gründen, sondern aus kulturellen Gründen. Und ich fände es super, wenn irgendjemand so eine Situation machen könnte und dann erklärt, warum die Leute nicht in den Ruinen der römischen Stadt wohnen, sondern warum sie lieber drumherum ihre Siedlungen bilden, was auch immer es ist. Ergibt großartige Geschichten, ergibt die Möglichkeit, Aberglaube mit einfließen zu lassen, Legenden, Spannung zu erschaffen. Also ich finde das eine großartige Idee, die Vorstellung, ich glaube, das ist geklaut, nehme ich sofort in irgendeine meiner Geschichten. Gerne, du hast es dann ja von der Historie geklaut, nicht von mir. Weil die Vorstellung, dass meine Spieler eine Stadt finden, die eine Ruine ist, aber nicht belebt ist und direkt daneben floriert, es sind glückliche Menschen und alles ist happy-peppy und die kommen her und sagen, hey, was ist mit der Stadt los? Und sie sagen, das ist eine ganz üble Stadt, da will ich nicht reingehen. Großartig, das ist eine großartige, macht spannende Geschichten einfach. Mhm. Gut, also zusammenfassend für diese Folge würde ich sagen, denkt immer dran, selten wohnen irgendwo Leute, die alle gleich sind. Und wenn, dann finde ich es immer verdächtig, weil meistens heißt das, dass sie dann die nicht gleich waren, rausgeworfen oder schlimmere Dinge mit ihnen angestellt haben. Aktuelles Beispiel zum Beispiel Bhutan. Eine friedliche kleine Nation, die versucht, Bäume zu pflanzen und glücklich ist, aber das auch erst seit
nachdem sie beschlossen haben, dass außer den Leuten, die genauso aussehen und sich genauso kleiden, wie sie wollen und die richtige Sprache sprechen, niemand in ihrem Land leben darf. Nee, alles hat seine Schattenseiten. Also Menschen und ich würde damit sagen, dann auch die meisten intelligenten Spezies, die man sich ausdenkt, weil im Grunde sind das ja immer Menschen, nur mit Add-ons oder Veränderungen und Akzentuierungen, vermischen sich, überlagern sich, reisen sehr viel mehr, als man denkt, auch schon sehr weit vor der Neuzeit. Und das schlägt sich nieder eben auch in Karten, das schlägt sich ganz praktisch nieder auch in Dungeons, in Schichtungen, im wahrsten Sinne des Wortes, in Schichtungen von Kultur, von Städten, von Orten. Und es macht es immer einen Schritt komplexer, packt immer noch eine Gruppe, eine Sprache, eine religiöse Strömung, eine Besiedlungsschicht, eine vergangene, fast vergessene Besiedlungszeit oder sowas mit rein. Es macht alles einfach tiefer. Es gibt diesem Rezept mehr Geschmack, dann noch ein Gewürz reinzustreuen. Erlaubt jegliche Form von Improvisation, weil wenn ein NPC kommt, der muss nicht immer Fritz heißen oder Hans Otto. Der kann eben auch einen völlig irren Namen haben und ein ganz anderer Typus sein, den du einfach so aus der Luft greifst und reinwirfst. Und danach ergibt sich möglicherweise eine schöne Kultur dahinter, die ganz woanders liegt. Die kann man dann später finden. Aber der eine Händler ist da oder der eine NPC ist da, weil er halt auf Reisen gegangen ist, weil er ein Schuster ist. Perfekt. Wunderbar. Und das Letzte? Danke. Mehr Zwerge. Packt immer eine kleine Zwergensiedlung in eure Städte, wenn es irgendwo welche in eurer Welt gibt. Till ist dann glücklich. Es wird automatisch Zwerge hinzufügen. Automatisch. Die sind einfach, die poppen da auf. Man könnte zumindest also so ein Pop-up-Bild. Wir haben festgestellt, ihre Stadt enthält keine Zwerge. Möchten Sie Zwerge hinzufügen? Und zwei Ja-Buttons. Ja, zwei Ja-Buttons. Ich bin sehr für dieses Feature. Vielen Dank, Till. Ich danke. Baba. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.